Mein Name ist Leo Holler, ich komme von der Firma Clarks, bin der Verkaufsleiter für die Region Deutschland, Österreich, Schweiz und ich freue mich, heute ein, zwei Sätze zu unserer Marke sagen zu dürfen, die sich doch am Markt in den letzten Saisons etabliert hat. Wir sind nicht nur mit den Herren gut am Markt unterwegs, sondern jetzt auch seit 4, 5 Saisons stark expansiv im Damensegment. Die großen Themen sind sicherlich, und das haben wir heute auch schon wieder erfahren dürfen, ist die Casualisierung, gerade auch im Herrenbereich. Das heißt, die Themen Sneaker, die Themen weiße Sohlen werden halt auch in Zukunft weiter im Fokus stehen. Die Ideen sind bei uns in der Kollektionsentwicklung sicherlich ein großer Bestandteil. Nichtsdestotrotz haben wir aber auch noch den großen Galanteriebereich, gerade bei den Damen, aber auch bei den Herren, sodass wir eigentlich eine große Breite im Sortiment abdecken können. Zu den aktuellen Themen, wenn man heute sich den Markt anguckt, sind sehr, sehr viele Sneaker im Markt zu sehen. Gestern habe ich ein großes Interview mit einem deutschen Comedian gesehen, anzugtragend, aber einen Schuh mit 3 Streifen dazu. Also diese Kombination aus Casual und auch Galanterie sieht man vielleicht in der Kombination Textil und Schuh sehr deutlich. Wenn ich da einfach dann 2, 3 Sätze zu unserer Herren oder zu unseren neuen Themen für Herbst, Frühsommer 16 sagen darf, ist bei uns ein Schlagwort, Trigenic. Trigenic bezieht sich im Grunde auf die Sohlenkonstruktion, wo wir gesagt haben, was ist für Clarks ein Sneaker? Ein Sneaker ist nicht nur Textil, sondern für uns ist es halt eine Kombination aus Bequemlichkeit, Komfort und auch Lederanteiligkeit. Wenn ich denn 2, 3 Schuhe einfach mal zeigen darf, ist es zum Beispiel hier ein Schuh, die Kombination, ein hybrides Modell, die Konstruktion von einem ganz sympathisch anmutenden Sportschuh von der einen Seite und das Upper 1, das man wahrscheinlich halt auch aus dem Textilbereich dann wieder mit verbinden würde mit der Abendgarderobe. Und hier haben wir einfach so ein typisches Beispiel, was wir auch durch die ganze Kollektion fließen lassen, wenn man den Schwenk über den Tisch nochmal sieht, dass man sieht, dass wir verbunden haben die Sohle, die weiße Sohle, hin auch zu dem Tragkomfort, den man halt aus dem Sportsegment kennt. Und das ist für uns der allerwichtigste Fokus zu sagen, DNA ist bei uns Komfort gepaart mit den Aspekten aus der Haute Couture, so dass man daraus ein tolles Produkt kreiert hat, was preislich erreichbar ist, denke ich doch, auch auf dem deutschen Markt und eine Bekanntheit allmählich auch hat, dass wir hier auf der GDS uns an dem ersten Tag über Kunden nicht beschweren dürfen.